Dann gibt es an der Armory noch weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man hier ein Custom Loadout auswählen. Wichtig ist, wenn man jetzt eins auswählt, bevor man vorher eins abgespeichert hat, was hier geht, dann hat man ein Problem, dann steht man nämlich nackt da. Da hilft dann nur Selbstmord und Respawn. Daher erstmal hier irgendeins auswählen und das abspeichern und dann kann man ein Custom Loadout jederzeit laden. Wichtiger ist hier die Option, sich selbst zu heilen. Das heißt, wenn man mal verwundet ist, kein Medic in der Nähe ist, kann man auch zur Kiste laufen und sich selber heilen. Mit großartigen Ausrüstungsdetails muss man sich im Normalfall bei Advanced and Secure auch nicht belasten. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendeine Klasse auswähle, wie jetzt hier zum Beispiel den Rifleman, dann habe ich nicht nur auch gleichzeitig eine Primärwaffe. Zur Standardausstattung gehören auch immer eine Pistole mit einigen Magazinen, Handgranaten, Nebelgranaten sowie auch immer das Nachtsichtgerät. Das heißt, jede Klasse hat eigentlich alles, was sie braucht, dabei. So, jetzt müssen wir also Delta einnehmen zunächst. So, jetzt ist die Flagge gleich unten. Und jetzt fängt es hier oben rechts an zu blinken. Jetzt muss jemand zur Fahne laufen, um den Punkt zu übernehmen. Wir sind ja blaues Team. Wir laufen jetzt hier zur Fahne. Zack, jetzt haben wir den Punkt übernommen. Und jetzt wird der Balken und der Punkt, der ist schon blau. Aber erst wenn der Balken hier oben bei 100% ist, erst dann könnte man direkt hier spawnen. Das heißt, wenn man dann das nächste Mal stirbt, kann man direkt hier bei Delta wieder in das Spiel einsteigen. Ab jetzt ist aber wichtig zu wissen, wir haben jetzt hier oben im HUD, hat sich ja auch einiges verändert. Das heißt, wir sehen, dass Delta, der Balken, hochgeht. Und wir sehen, dass wir Echo und Foxtrot nun angreifen können als nächstes. Wenn der Gegner jetzt aber auch selber mit einem Mann in diesem Kreis wäre, dann würden wir hier eine rote 1 oben rechts in dem Punkt sehen. Und dann würde der Balken oben für das Recamping nicht mehr weitergehen. Hat der Gegner mehr Leute im Kreis als wir, dann geht der Balken wieder runter, bis auf 0. Und wenn er dann noch an die Flagge geht, dann hat der Gegner den Punkt gewonnen und kann ihn seinerseits, solange er in Überzahl ist, in Besitz nehmen. Und dann würde das Spiel natürlich umgekehrt gehen, dann würde der Delta-Punkt rot sein und der könnte dann Charlie und Bravo als nächstes einnehmen. Nun ist also die Aufgabe für uns, dass wir hier direkt als nächstes Echo oder Foxtrot einnehmen. Normalerweise würden wir jetzt natürlich davon ausgehen, dass der Gegner diese Punkte auch verteidigt, denn der weiß das ja auch. Der sieht halt eben umgekehrt, oben E und F und unten Delta. Der braucht sich für seinen Angriff nur auf einen Punkt zu konzentrieren, während wir eben auf zwei gehen müssen und unser natürlich auch verteidigen. Das ist ganz wichtig bei Advanced and Secure. Es muss immer mindestens ein Punkt auch verteidigt werden und ein weiterer muss angegriffen werden. Wichtig ist dabei natürlich, dass man auch innerhalb des eigenen Teams so weit organisiert ist, dass man eben auch Leute hat, die den anderen Punkt weiter verteidigen, damit man so einen Angriff eben auch durchführen kann. So, ja, dann haben wir Foxtrot jetzt so weit unten, dass wir es übernehmen können. Das mache ich jetzt als nächstes Mal. Es hat sich also hier oben wieder was verändert. Man sieht auch gleichzeitig, dass es für dieses Übernehmen der Flagge dann nochmal 10 Punkte gibt. Das ist schon eine ganze Menge, weil ein Kill bringt zum Beispiel nur einen Punkt. Was übrigens auch Punkte gibt, ist, wenn man als Medic seine verletzten oder getöteten Teamkameraden, besser gesagt, revived. Auch das gibt jedes Mal einen Punkt. Und so kann man zum Beispiel als Medic, ohne jemals einen Gegner erschossen zu haben, ganz locker auch auf Platz 1 kommen. Darum, also nur um Töten geht es hier in Advanced and Secure überhaupt. Ja, ansonsten sieht man neben seinem Spielernamen und dem Gesundheitszustand ganz links, rechts daneben eben die Klasse, die man ausgewählt hat, das Fireteam, was man ausgewählt hat. Dahinter den jetzt hier V1.12, das ist die Version. Dann sehen wir, wie viele Leute im West- und im Ostteam sind und insgesamt auf dem Server. Kann man also auch immer ein bisschen im Auge behalten, wie die Spielerzahlen sind und ob die Teams noch ausgeglichen sind. Auf der rechten Seite über der Minimap sehen wir unseren digitalen Kompass. Der kann durchaus mal hilfreich sein, um Gegnerpositionen durchzugeben, wenn man denn so ansatzweise mit den Kollegen im selben Bereich ist, natürlich auch nur. Und unten rechts der Countdown, also links neben der Minimap, das ist der Countdown für die Maplaufzeit.
dass man da auch immer ein Auge drauf hat, lohnt es sich jetzt noch eine größere Aktion zu starten oder eben nicht. Außerdem kann man mit Steuerung T die Tech-Reichweite noch etwas höher einstellen. Das sind die Namen der Mitspieler im eigenen Team, nur die kann man sehen. Und das kann manchmal hilfreich sein, damit man nicht etwa einen eigenen Panzer oder einen eigenen Helikopter runterholt, weil die Standardreichweite auf 500 Meter eingestellt ist. Was ist sonst noch wichtig zu beachten bei Advanced Insecure? Zunächst sollte man unbedingt beachten, dass der Angriff auf dem direkten, kürzesten Wege nicht zu den klügsten Taktiken gehört. Häufig sind hier Verteidigungsanlagen, MG-Nester, die eben genau dies erschweren. Und natürlich rechnet jede Seite damit, dass der Gegner immer den kürzesten Weg kommt. Da muss man schon sehr gut sein, um das zu überlegen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dieser Punkt Delta in blauer Hand wäre und da wären jetzt 7 Leute drin, dann würde ich das hier oben rechts angezeigt bekommen, stünde hier eine blaue 7 und gar keiner von meinen. Dann wäre auch die Frage, was habe ich gewonnen, wenn ich jetzt alleine flankiere und in den Punkt komme? Es nützt mir ja nichts. Ich müsste tatsächlich erstmal 8 Rote in den Punkt bekommen, um eben einen mehr als die Blauen zu haben, damit der Blaue dort nicht mehr spawnen kann. Und dann müssen natürlich die verbliebenen blauen Gegner, die dort noch sind, alle erschossen werden. Der Gegner pennt natürlich nicht in der Zeit, sondern rückt von Charlie und Bravo auch wieder ein. Das heißt, da muss schon Nachschub von Echo und Foxtrot kommen, dass man die Überzahl erstmal gewinnt. Und von daher macht es Sinn, hier erstmal am Rand auch mit einer größeren Gruppe langsam in Stellung zu gehen. Und wenn möglich, vielleicht mit Luftunterstützung, Raketenhelis, was auch immer, den Punkt einmal von oben anzugreifen und dann quasi über die Linie in diesen Perimeter reinzugehen, wenn der Gegner nicht mitrechnet. Oder eben zu warten, bis die Zahl der Gegner sinkt. Häufig wird das Verteidigen in Advanced Insecure unterschätzt. Das heißt, wenn jetzt 7 oder 8 Leute drin sind, ist das nicht unbedingt der klügste Zeitpunkt, um in den Punkt tatsächlich einzufallen. Man wartet eben, bis die Zahl mal niedriger ist, die meisten Leute auf dem Weg zu Fox oder Echo sind. Und dann kann man, wenn beispielsweise nur noch 2 oder 3 Mann da sind, manchmal mit ganz viel Glück sogar alleine den Punkt ankämpfen, sodass der Gegner dort nicht mehr spawnen kann und ihn so übernehmen. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt unseres kleinen AS-Guides. Hier sehen wir mal ein etwas anderes Layout, ein ganz lineares, nicht so kompliziert. Gibt auch welche mit 3 neutralen Punkten. Da muss man also einfach immer darauf achten, was hier oben rechts sich letztlich abspielt, wo man verteidigen, wo man angreifen muss. Da nun praktisch jede Seite im Verlauf des Spiels immer verteidigen und angreifen gleichzeitig muss, muss man natürlich damit rechnen, wenn man im Frontbereich, also am vordersten Punkt spawnt, dass da schon mal Beschuss herrscht. Damit es nicht ganz so einfach ist für irgendeinen Sniper, der natürlich genau hier irgendwo darauf wartet, jemanden, der bei Delta spawnt, ständig abzuschießen, haben wir einen sogenannten Spawnschutz. Das heißt, ich respawne da jetzt mal, um das vorzumachen. Wir sehen hier oben rechts einen Spawn Armor Active Counter, der runterzählt. 10 Sekunden sind wir unverwundbar. Sobald ich schieße, ist der Schutz sofort beendet. Das heißt, man sollte sich schon erstmal sofort bewegen, Deckung suchen, eventuell gucken, von wo der Gegner schießt. Und dann kann man diesen Spawnschutz schon zu seinem eigenen Vorteil auch mal ausnutzen und den Gegner umpusten. Wer sich wiederum in Unterzahl in gegnerischen Punkte begibt, muss sich natürlich nicht wundern, dass er dann entsprechend einen Zweikampf verliert. Advanced Insecure funktioniert halt schon so, dass man zunächst in Überzahl in den gegnerischen Punkt einfällt, damit er da schon gar nicht mehr spawnen kann. Dann räumt man ihn leer und dann übernimmt man ihn selbst. Wer in Unterzahl da reingeht und dann eben an der Flagge sich mit einem unverwundbaren Gegner messen will, hat es dann auch nicht anders verdient. So, ich hoffe, wir konnten viele Fragen beantworten mit diesem Guide. Vermutlich könnte ich noch 30 Minuten weiter labern. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Bis bald.